Das ist die Maritat von Matthias Schweinschnitzler, auch bekannt unter dem Kosenamen Hirse. Der Hirse, an jenem Tag begab sich der Hirse in den Hausflur mit der Zeitung desselbigen Tages und hat sich auf dem Weg zum Häusl gemacht. Hirse! Hirse! Du warst ein guter Mensch! Hirse! Hirse! Du warst ein guter Mensch! Jetzt ist der Hirse schon auf dem Weg zum Austrittshäusl. Zwei, drei Schritte entfernt ist es nur noch von seiner Person und man möchte ihm zuschreien, man möchte sagen, nein, Hirse, nein, geh nicht hinein, geh nicht weiter. Aber der Hirse, er geht weiter. Hirse, Hirse, du warst ein guter Mensch. Hirse, Hirse, du warst ein guter Mensch. Der Hirse ist auf dem Häusl. Er ist vorbereitet, er ist bereit für sein Geschäft. Auf einmal, da hört der Hirse ein Donnern und er denkt sich, ach, er denkt sich, das ist sein Gedärm, denn der Hirse, er kann ja nicht wissen, dass dieses Geräusch vom Firmament kommt. Hirse! Ah, Hirse! Du warst ein guter Mensch! Oh, Hirse! Oh, Hirse! Du warst ein guter Mensch. Und dann donnert's und kracht's und ist laut und die Hirse, er weiß gar nicht mehr, was los ist. Und es kracht und es blitzt und auf einmal, tschum, bang, krach. Der Blitz hat sprichwörtlich, buchstäblich den Hirse beim Scheißen dürfen, Hirse. Ah, Hirse. Oh, du warst ein guter Mensch. Oh, Hirse. Oh, Hirse. Du warst ein guter Mensch.